Also, schönen guten Abend. Wir fangen jetzt an. Es geht heute um Antikriegslieder und Antikriegstexte, die gesungen und verlesen werden von Jutta Kausch und von Christa Weber, begleitet am Piano von Stefanie Liske. Und die Veranstaltung läuft ungefähr 75 Minuten, ohne Unterbrechung. Und hier ist das Chor Antikriegscafé in Berlin-Mitte. Ich bin seit 19 Jahren hier. Mein Name ist Heiner Rücker und alle ganz herzlich willkommen heute Abend hier zum Kunstabend und den Liedern und Texten von Jutta Kausch und Christa Weber. Herzlich willkommen. Zum Schluss haben wir noch einen. Zum Schluss sammeln wir noch ein paar Spenden und ja, ich bedanke mich bei euch, bei dir und bei den beiden Künstlern für den schönen Abend auch mit. Wie viele Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen. Meere auf dieser Welt sind Meere der Traurigkeit. Wie viele Mütter sind dann noch allein und warten noch heut. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Viele Menschen sind heut noch nicht frei und würden es so gerne sein. Wie viele Kinder gehen hungrig zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein. Wie viele Träume erflehen bei Nacht, wann wird es für uns anders sein? Mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie große Berge von Geld gibt man aus für Bomben, Raketen und Tod? Wie große Worte macht heut mancher Mann und lindert damit keine Not? Das Unheil muss erst noch geschehen, damit sich die Menschheit besinnt. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wirklich nur der Wind weiß, dieser Frage sollten wir heute Abend vielleicht mal nachgehen. Naja, also, der Bob Dylan hat ganz schön viele Fragen gestellt, aber die Antwort weiß so lange nur der Wind, bis die Menschen anfangen, die Fragen zu analysieren, zu beantworten und dann endlich zu handeln. Wir begrüßen Sie euch recht herzlich zu unserem Programm. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, solange es nötig ist. Singen, brennen, schießen, stechen, Schädel spalten, Rippen brechen, spionieren, requirieren, patrouillieren, exerzieren, fluchen, bluten, Puppen frieren. So lebt der edle Kriegerstand, die Flinte in der linken Hand, das Messer in der rechten Hand. Zur Attacke auf den Bauche, Trommelfeuer, Handgranaten, Funden, Leichen, Heldentaten, Bravo, tapfere Soldaten. So lebt der edle Kriegerstand,
unglaublich, dass Ihnen das immer wieder gelingt. Deinem Großvater haben Sie erzählt, gegen den Erbfeind, für das Vaterland. Und tatsächlich, er hat das geglaubt. Deinem Großvater sagten Sie, gegen die slawischen Horden, für die abendländische Kultur. Und wirklich, er hat das geglaubt. Was hat er gekriegt? Bauchschuss und einen irren Kopf vor Stalingrad. Deinem Vater erzählen Sie jetzt, gegen die Völkermörder, für die Menschenrechte, für den Frieden. Unglaublich, er glaubt's. Was wird er wohl kriegen? Und wo wird das sein? Diesmal. Im Jahre 70, die Hitze war groß. Da war bei Sedan die Hölle los. Er war 20 Jahre und Student und hieß Jean und lief auf Befehl in den Krieg. En avant! Am hölzernen Kreuz, unterm Hügel so klein, da grub man ihn in die Erde ein. Und irgendwer, eine Schwester, die gab eine Rose ihm mit in das Grab. Die Rose war rot, so rot. Und bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Die Rose, sie blühte und starb wie sie. Adieu, adieu, mon ami. Im Jahre 17, es war bei Cambrai. Da fuhren die Tanks durch den blutigen Schnee, die Gasmasken auf, doch der ätzende Hauch fraß sich schon in Martins zerschossenen Bauch. Es wurden verscharrt mit ihm 800 Mann. Der Regen, der hörte wie sich an. Und über dem Grab in der giftigen Luft erstickte der Rose Duft. Die Rose war rot. So rot und bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Die Rose, sie blühte und starb wie sie. Adieu, adieu, mon ami. Im Jahre 40, Paris-Gare du Nord, ein Zug kam nicht an, er entgleiste zuvor. 10 Geiseln im Hof, eine Frau war dabei. Dann fiel eine Salve, dann Stille, kein Schrei. Erst spät in der Nacht trug man alle ins Haus. Sie sahen nicht wie Helden in Büchern aus. Und es legte noch eine zitternde Hand eine Rose vom Tag in den Sand. Die Rose war rot, so bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Ist das vergangen? Sag, ist das vorbei? Ich höre die Fragen. Sie meinen uns zwei. Vergiss das niemals, mon ami, weil nur dann nicht alles noch einmal beginnen kann. Unsere Väter und Väter der Väter dahin. Es war trotz der Lügen ein Tod ohne Sinn. Sinnlos? No. Nein. Sehen wir beide es ein. Es darf nie wieder sein. Die Rose war rot, so rot. Und bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Die Rose, sie blüht noch in meinem damit sowas nie mehr geschieht. Die Sorgen des Kanzlers. Wenn der Minister von der Not des Volkes spricht,
fällt er mitunter erschüttert ein. Und dann kommt ein Aufschrei. Unser Kanzler bekommt graue Haare. Alle erfahren, der kommende Krieg lässt den Kanzler nicht schlafen. Wie wäre es, wenn der Kanzler sich Schlaf gönnte und es käme kein Krieg? Ja, super. Sicher, wenn er unser Land in den Krieg gestürzt hat, wird er weinen wie ein Kind. Wenn eure Söhne und Männer fallen, wird er seufzen. Wenn ihr wieder Gras fresst, wird er ernst blicken. Daran werdet ihr erkennen, dass ihr einen guten Kanzler habt. Meinst du Scholz? Schaden. Gewiss, denn sie werden stärker. Und woher weißt du das? An deinen Worten, dass es mir schaden kann. Die Anna Mack war auch mal jung. Das ist 60 Jahre her. Da trug ihre Mutter das sechste Kind. Der Vater trug ein Gewehr. Sie lernte den Krieg an der Heimatfront und den Frieden in der Fabrik. Da bekam sie Kartoffeln und Quark dazu und wurde davon etwas dick. War Putzfrau und Köchin und Wäscherin und samstagsabends war sie schön. War Krankenschwester und Trösterin und lernte beiseite stehen. Ja, man lehrte sie, wenn's nach Händel roch. Halt dich raus, mein Kind, stell dich taub und blind und lass dich auf keinen Streit ein. Trag den Kopf nicht zu hoch, du verlierst ihn noch und das Leben wird dir ein Leid sein. Die Anna Mack war 20 Jahre und der Flieder blühte im Mai. Da wurde sie ins Gras gelegt. Ein Mann hatte Spaß dabei. Der war sehr stark und sehr klug und reich und hatte einen Schmiss im Gesicht. Er hat ihr mit Gewalt ein Kind gemacht. Genommen hat er sie nicht. Sie hatte die Sünde und Arbeit dazu und wurde über sie gelacht. Sie sagte, den Kerl bring ich vor Gericht und hat er auch noch so viel Macht. Doch die Mutter, sie sagte, sie kannte sich aus. Halt dich raus, mein Kind, stell dich taub und blind und lass dich auf keinen Streit ein. Trag den Kopf nicht zu hoch, du verlierst ihn noch und das Leben wird dir ein Leid sein. Sie fand einen Mann, der brauchte sie und hat ihr das Kind verziehen. Und
und hat ihr noch zwei weitere gemacht. Nun lebte sie für ihn. Dann schlugen die Trommeln zum zweiten Krieg. Der Mann muss den Waffen hinaus. Sie schmiss den Laden 10 Jahre lang. Mit der Liebe war's 10 Jahre aus. Sie saß unter Bomben und schrie vor Angst und sagte den Kindern, seid still. Sie sah die Verbrecher in Orden geschmückt und saß zwischen Schutt und Müll. Ja, sie sah die SS, doch ihr Hass, der blieb stumm. Halt dich raus, mein Kind, stell dich taub und blind und lass dich auf keinen Streit ein. Trag den Kopf nicht zu hoch, du verlierst ihn noch und das Leben wird dir ein Leid sein. Der Mann kam aus Russland heim am Stock und starb 20 Jahre lang. Sie legte sich krumm und betete nachts, mein Gott, was krieg ich zum Dank? Sie schickte die Kinder in die Kirche und war doch selber keine von den Frommen. Hatte Schulden und Angst, dass es abwärts geht und dachte, da muss doch was kommen. Die Kinder gingen aufs Gymnasium, sie sparte am Fleisch und am Fett. Und sie träumte, ihr Sohn wird ein großer Herr und macht dann alles wett. Ja, sie sagte dem Sohn, wenn er Streit suchen ging, halt dich raus, mein Kind, stell dich taub und blind und lass dich auf keinen Streit ein. Trag den Kopf nicht zu hoch, du verlierst ihn noch und das Leben wird dir ein Leid sein. Dann flog sie aus ihrer Wohnung raus. Das Haus wurde wegsaniert. Da fanden sich Demonstranten ein. Es wurde laut protestiert. Und plötzlich war Anna Mack dabei und schrie, Polizei, SS! Sie kämpfte mit ihrer Scham und machte dann einfach kurzen Prozess. Sagte, ich habe ja kein Leben mehr, das ihr mir versauen könnt. Und das, was ich hatte, das ist versaut. Sie zeigt ihre leeren Hände. Und da stand sie und wusste nicht weiter und wie. Früher hielt sie sich raus und die hielt das aus. Da musste das Leben Leid sein. Aber nun kommt die doch aus dem Mauseloch und lässt sich auf einen Streit ein. Ja, sie lässt sich auf einen Streit ein. Der Krieg, der kommen wird, ist nicht der erste. Vorhin waren andere Kriege. Als der letzte vorüber war, gab es Sieger und Besiegte. Bei den Besiegten, das niedere Volk, hungerte. Bei den Siegern hungerte das niedere Volk auch. Verehrter Herr und König, weißt du die schlimme Geschichte? Am Montag aßen wir wenig und am Dienstag aßen wir nicht. Und am Mittwoch mussten wir darben und am Donnerstag litten wir Not. Und ach, am Freitag starben wir fast den Hunger tot. Drum lass am Samstag backen das Brot fein säuberlich, sonst werden wir Sonntag da du hangest oder ein Pferd klagt an. Eine Geschichte, dessen Mahnung sich 14 Jahre später mit Hitler bewahrheitete. Ich trug meine Fuhre trotz meiner Schwäche.
Minuten später lagen nur noch meine Knochen auf der Straße. Kaum war ich dann nämlich zusammengebrochen, der Kutscher lief zum Telefon, da stürzten aus den Häusern schon hungrige Menschen, um ein Stück Fleisch zu erben, rissen mit Messern mir das Fleisch von den Knochen. Und ich lebte überhaupt noch und war gar nicht fertig mit dem Sterben. Aber die kannte ich doch von früher, die Leute. Sie brachten mir Säcke gegen die Fliegen doch, schenkten mir altes Brot und ermahnten meinen Kutscher, sanft mit mir umzugehen. Einst mir so freundlich und mir so feindlich heute. Plötzlich waren sie wie ausgewechselt, auch was war mit ihnen geschehen? Da fragte ich mich, was für eine Kälte muss über die Menschen gekommen sein? Wer schlägt das so auf sie ein, dass sie so durch und durch erkaltet? So helft ihnen doch und tut das in Bälde, sonst passiert euch etwas, das ihr nicht für möglich haltet. Kriege werden nicht nur zwischen Staaten geführt, sondern auch zwischen Arbeitern und Unternehmern. Das nächste Lied schrieb Heinrich Heine 1844 nach dem großen schlesischen Weberaufstand. Die Fabrikanten hatten das Militär zu Hilfe gerufen. Das schoss wahllos in die Menge, richtete ein riesiges Blutbad an. 11 Weber starben, ganz viele wurden verletzt und über 100 wurden vor Gericht gestellt, zu Festungshaft, Zuchthaus und Peitschenhieben verurteilt. Die Weber. Der den letzten Groschen
kracht. Wir weben emsig Tag und Nacht. Halt Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben, wir weben. Eine Schneeflocke, fragte die Tannenmeise die Wildtaube. Nichts mehr als ein Nichts, gab sie zur Antwort. Dann will ich dir eine wunderbare Geschichte erzählen, sagte die Meise. Ich saß auf dem Ast einer Fichte dicht am Stamm, als es zu schneien anfing. Nicht etwa heftig im Sturmgebraus, nein, wie im Traum. Lautlos und ohne Schwere. Da nichts Besonderes zu tun war, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und auf die Nadeln des Astes fielen und darauf hängen blieben. Genau 3.741.952 gab es. Und als die 3.741.953. Flocke niederfiel, nichts mehr als ein Nichts, brach der Ast ab. Damit flog die Meise davon. Die Taube, seit Noahs Zeiten eine Spezialistin in dieser Frage, sagte zu sich nach kurzem Nachdenken, vielleicht fehlt nur eines einzelnen Menschen Stimme zum Frieden der Welt. Und jetzt wollen wir mit euch allen zusammen ein Lied singen, ein Volkslied. Viele werden es kennen. Ist ganz einfach. Die ersten Zeilen singe ich immer vor und dann wird die wiederholt und dann können alle mitsingen. Transplant. Danke.
Danke. Das nächste Lied ist, Gedicht ist von einem Schriftsteller aus Beirut, Rami Barut. Gedicht aus Gaza. Mein Name ist Omar. Ich bin 5. Heute habe ich das Blut meines Vaters vom Bürgersteig gewaschen. Er wurde vor unserem Haus erschossen. Meine Mutter sagte, ich hätte gute Arbeit geleistet. Sie umarmte mich und weinte viel zu lange. Ihre Tränen waren salzig wie das Meer in Gaza. Mein Bruder und meine Schwester werden immer noch unter den Trümmern vermisst. Meine Mutter sagt mir immer wieder, ich solle mein Ohr auf die zersplitterten Betonblöcke legen und aufmerksam zuhören. Vielleicht leben sie noch. Vielleicht brauchen sie Gesellschaft. Sie singt ihnen Schlaflieder zum Einschlafen. Ich singe immer mit. Es ist viele Tage her, seit sie weg waren. Ich bin nicht gestorben, weil ich in einer langen Schlange stand, um Wasser zu holen. Doch es gab keins. Aber Mama sagte, Allah ilallah, dass ich noch am Leben bin. Sie nannte mich ein Wunder. Sie sagte, ich sei alles, was ihr geblieben ist. Ich sagte ihr, dass wir eines Tages einen großen Bulldozer bekommen, meinen Bruder und meine Schwester retten und das Haus wieder aufbauen würden. Und einen Garten anlegen mit Bäumen, die so groß sind, dass sie bis in den Himmel reichen. Aber heute Nacht werden wir in einem Zelt schlafen. Ich träume ständig von Engeln. Sie schweben um mich herum und singen mir Lieder. Ich springe und tanze, aber nur im Schlaf. Wenn ich älter werde, werde ich meine Mutter vor den wütenden Männern mit Waffen beschützen. Wenn ich älter werde, werde ich einen Sohn bekommen und ihm den Namen meines Vaters geben. Wenn ich älter werde, werde ich die großen Steine entfernen, die meinen Bruder und meine Schwester erdrücken. Wenn ich älter werde, werde ich es nicht vergessen. Ich werde nie vergessen. Ich werde nie vergessen. Höre Israel. Als wir verfolgt wurden, war ich einer von euch. Wie kann ich das bleiben, wenn ihr Verfolger werdet? Eure Sehnsucht war, wie die anderen Völker zu werden, die euch mordeten. Nun seid ihr geworden wie sie. Ihr habt überlebt, die zu euch grausam waren. Lebt ihre Grausamkeit in euch jetzt weiter? Den Geschlagenen habt ihr befohlen, zieht eure Schuhe aus. Wie den Sündenbock habt ihr sie in die Wüste getrieben, in die große Moschee des Todes, deren Sandalen Sand sind. Doch sie nahmen die Sünde nicht an, die ihr ihnen auflegen wolltet. Der Eindruck der nackten Füße im Wüstensand überdauern die Spuren eurer Bomben und Panzer.
Nachgeborenen. Wirklich. Ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es das Schweigen über so vieles und Unrecht einschließt? Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Ja, es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt. Aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Man sagt mir, iss und trink du, sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich es dem Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser dem Verdurstenden fehlt? Und doch esse und trinke ich. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt heraushalten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen. Auch ohne Gewalt auskommen. Böses mit Gutem vergelten. Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern sie vergessen, gilt für weise. All das kann ich nicht. Wirklich. Ich lebe in finsteren Zeiten. In die Städte kam ich zu der Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten. Schlafen legte ich mich unter die Mörder. Der Liebe pflegte ich achtlos und die Natur sah ich ohne Geduld. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit. Die Sprache verriet mich dem Schlechter. Ich vermochte nur wenig, aber die Herrschenden saßen ohne mich sicherer, das hoffte ich. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Kräfte waren gering, das Ziel lag in großer Ferne. Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich kaum zu erreichen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe, die Länder wechselnd, durch die Kriege der Klassen verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme eiser. Ach, wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein
Fischweib. Auf dem Markt am Forum. Eines Tages hieß es, dass die Schiffe der Zurückgekommenen aus dem Asienkriege eingelaufen seien. Ich lief vom Markt und ich stand am Tiber viele Stunden, wo sie ausgebotet wurden. Und am Abend waren alle Schiffe leer. Mein Sohn war über ihre Planken nicht gekommen. Da es zugig war am Hafen, fiel ich nachts in Fieber. Und im Fieber suchte ich jetzt meinen Sohn. Und tiefer suchend fror ich mehr. Und dann, gestorben, kam ich hier ins Schattenreich und suchte weiter. Faber, rief ich, denn das war sein Name. Mein Sohn, Faber! Den ich trug und den ich aufzog, mein Sohn, Faber! Und ich lief und lief durch Schatten und vorbei an Schatten hin zu Schatten, Faber! Rufend. Bis ein Pförtner drüben in den Lagern der im Krieg Gefallenen mich am Ärmel einhielt und mir sagte: Alte, hier sind viele Faber, viele Müttersöhne. Viele sehr vermisste, doch die Namen haben sie vergessen, dient nur, sie in das Heer zu reihen und sind nicht mehr nötig hier. Und ihren Müttern wollen sie nicht mehr begegnen, seitdem sie den blutigen Krieg genießen. Und ich stand, am Ärmel eingehalten, und mein Rufen blieb mir weg im Gaumen. Schweigend kehrte ich um, denn ich begehrte nicht mehr, meinem Sohne ins Gesicht zu sehen. Schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen, mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne lieb ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchsten Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelehrt. Werdet ihr sie nicht mit Hass verderben? Keine Ziele, keine Ehre, keine Pflicht. Sind's wert, dafür zu töten und zu sterben? Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Sie werden nicht in Reih und Glied marschieren, nicht durchhalten und kämpfen bis zuletzt. Auf einem verlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Mutterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ich werde sie den Ungehorsam lehren, den Widerstand und die Unbeugsamkeit, gegen jeden Befehl aufzubegehren und nicht zu buckeln vor der Obrigkeit. Ich werde sie lernen, den eigenen Weg zu gehen, vor keinem
Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Und eher werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht. Ihr mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, ich sag's euch gerade ins Gesicht. Sie werden es für euren Wahn nicht geben. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Sind die Eigner der Rüstungskonzerne. Die Machers hatte Gewinne. Von der Gesinnung dieser Herrschaften erzählt das nächste Lied. Wir haben unsere Hände in allen Taschen der Welt, was uns in die mächtigen Klauen fällt. Blut, Öl, Eisen und Kohle, alles ist Geld. Bares Geld, Profit, Dividende. Diplomaten im Trüben fischen, da haben wir unsere Finger dazwischen, wo alte Soldaten Attacken blasen. Da zahlen wir höchste Preise für Helden auf Rosen. Was kosten versierte Diplomaten? Wir machen Offerten in Gas und Granaten. Abrüstung, Scheiße, wir haben noch Idealismus im Leibe. Wir sind die wahrhaft Nationalen, wir konsolidieren die Finanz des Vaterlands. Bitte sofort an der Kasse zu zahlen. Straßenecken oder auf der Asylmatratze ein paar Arbeitslose verrecken. Sentimentalität ist hier nicht am Platze. Es gibt noch zu viel für unsere Minen, für unsere Maschinen, für unsere Turbinen. Wir müssen verdienen. Unser Geld, das stinkt nicht und kann nicht verrosten. Krieg gegen Westen und Krieg gegen Osten. Uns ist alles egal, wir sind auf dem Posten. Wir sind national. Millionen Knochen stehen zum Ausverkauf. Und der Pfaffe gibt seinen Segen drauf. Unsere Hände in allen Taschen der Welt, ob die Währung steigt, ob die Währung fällt. Blut, Öl, Eisen und Kohle, alles ist Geld. Bares Geld, Profit, Dividende. Wir sind die Herren der Welt. Hoffnung, dass es einem besser geht. Hierauf die Erwartung, dass es einem nicht schlechter geht. Dann die Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht. Und hernach die Überraschung, dass es beiden schlechter geht. Thank you.
ihn, wusch ihn einfach weg. Und wusch ihn einfach weg. Wenn die Oberen vom Frieden reden, weiß das gemeine Volk, dass es Krieg gibt. Wenn die Oberen den Krieg verfluchen, sind die Stellungsbefehle schon ausgeschrieben. Halt sie an.
auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Was das Fernsehen an sie jammer nach guten alten Werten. Diese guten alten Werte sind doch immer die verkehrten. Und die, die da so vorlaut in der Talkrunde strampeln, sind es die auf allen Werten mit Füßen rumtrampeln. Der Medienmogul und der Zeitungszar, die schlimmsten Böcke als Gärtner. Na wunderbar, sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und nach guten Sitten. Doch ihre Botschaft ist nichts als Arsch und Tippen. Dumme, Verrohung, Gewalt sind die Gebote. Ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote. Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht. So viel gute alte Werte. Echt, echt, da wird mir echt schlecht. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Wir haben ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren. Doch was hilft's, wenn sie nach Lust und Laune dran manipulieren? Die Scharfmacher, die immer mit der Friedensmission quasseln und unterm Tisch schon emsig mit dem Säbel rasseln. Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreich. Abteilung kehrt, die Augen geradeaus und heim ins Reich. Nie wieder soll von diesem Land ein Krieg ausgehen. Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen. Rein humanitär natürlich und ganz ohne Blutvergießen. Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr so ganz auszuschließen. Kriegstüchtig sein heißt jetzt, bergab geht's Stück für Stück. Und ab heute früh um 5 schießen sie zurück. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Ich habe Sehnsucht nach Leuten, die mich nicht betrügen, die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke verlügen. Und verschone mich mit den falschen Ehrlichen, die falschen Ehrlichen, die wirklich Gefährlichen. Ich habe Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, nach einem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen. Erpressen, bestechen, versuchen dich zu kaufen. Wenn du die Wahrheit sagst, dann lass den Motor laufen. Sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort wert, wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei auf der Hut. Das Unrecht geht heute einher mit sicherem Schritt. Die Unterdrücker richten sich ein auf 10.000 Jahre. Die Gewalt versichert, so wie es ist, bleibt es. Keine Stimme ertönt, außer die Stimme der Herrschenden. Und auf den Märkten sagt die Ausbeutung laut: Jetzt beginne ich erst. Aber von den Unterdrückten sagen viele jetzt:
Was wir wollen, geht niemals.
als traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab birgt es mehr als ein Bein, eine Hand. Zu sein, fändet die Menschheit noch einmal auf Lügen herein. Ja, dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch es finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern. Und du musst vorher vorstellen.